Hallo zusammen, ich erzähle euch hier und jetzt etwas über Vollmond. Heute ist ein spezieller Tag, denn heute sind drei Vollmond in einem. Erstens einmal haben wir heute einen Supermond. Das heisst, der Vollmond ist besonders nah an der Erde. Dann haben wir heute noch einen Blue Moon. Das heisst, es gibt zwei Vollmonde in einem Monat. Heute haben wir ja den 31. Januar und Vollmond. Und der letzte Vollmond war am 2. Januar, wo der nächste erst wieder am 2. März wird stattfinden. Und dann haben wir noch einen Blutmond. Das heisst, wenn auf der Welt noch ein Mondfinsternis stattfindet. Und aus diesem Grund möchte ich mit euch jetzt ein Vollmond-Liebes- und Leidenschaftsritual vollziehen für heute Abend. Für das brauchen wir Kisten, gross und klein, rotes Papier, etwas zum Blöckchen, zum Draufschreiben, einen roten Stift am besten und das Wichtigste eine rote Kerze. Und dann fangen wir an. Wir nehmen das Blatt und schreiben den Namen von unserem Wunsch oder einfach den Namen von unserem Ruf und den Wunsch, den wir haben. Dann nehmen wir das, tun es falten. Mit der Kerze anzünden. Wichtig ist, dass sie rot ist. Ein bisschen brennt, weil wir brauchen das Kerzenwachs. Mit Kerzenwachs beträufeln und versiegeln. Das ist die Versiegelung, die eigentlich alles ausmacht. Nachher tun wir das rote Papier parat machen, weil da kommt noch eine rein. Dann das Papier. So. Ganz fest euch einen Wunsch denken. Es muss nicht mal unbedingt trocken sein. Dann tun wir das einpacken. Das ist quasi die Versiegelung. So. Dann kommt das in die kleine Schachtel. Wichtig oder gut, dass sie rot ist. Je mehr rote Farbe, desto effektiver funktioniert das alles. Dann das hier reinlegen. Immer daran denken, auch beim Verschliessen, soll geschlossen werden, gut versiegelt. Und dann, um noch effektiver das Ganze zu gestalten, tue ich das nochmal in eine Box zu, mit allem drinnen. Dann wird es nochmal in rotem Papier eingepackt. Und dann ist es eigentlich schon fertig und kommt in dieser besonderen Nacht vor das Fenster, ganz nah, wenn möglich noch vom Vollmond bestrahlt. Und dann warten wir ab, was passiert. Ich lasse euch wissen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.